Hallo, ich begrüße euch zu meinem neuen Video. In diesem Video zeige ich einen Beschleunigungstest von 0 auf 110 und alle Werte dazwischen im Fahrmodus Eco. Die letzte Woche habe ich denselben Test gemacht, auch mit Fahrmodus Normal. In der nächsten Woche stelle ich euch dann mit Fahrmodus Eco Plus vor. Okay, kommen wir nun zum Test. Ich beschleunige auf der Schnellstraße Mevo nun von 0 auf 110 Stundenkilometer. Ich habe jetzt die 60 Stundenkilometer erreicht, 70, 80, eventuell hier links seht ihr die Maps & More Daten, rechts die vom Carscanner, die Auswertung der Zeiten. Jetzt habe ich schon die 110 Stundenkilometer erreicht. Man sieht in 3,8, 0 auf 40, 0 auf 50 in 4,8, 0 auf 60 in 6 Sekunden, 0 auf 100 in 14 Sekunden und 0 auf 110 in 17 Sekunden. Klarerweise zeigt das auch, dass im Fahrmodus normal die Beschleunigung schneller abläuft. Anhand der Grafik möchte ich das nochmal genauer auflisten, die Werte, damit ihr diese genauer und leichter ablesen könnt. Hier von 0 auf 40 in etwa 3,8 Sekunden, 0 auf 50 in 4 Sekunden, 4,8 genau, 0 auf 70 in 7 Sekunden, 0 auf 80 in 9,49 Sekunden, 0 auf 90 in 11 Sekunden, 0 auf 100 in 14 Sekunden und die 0 auf 110 in 17,26 Sekunden. Das sind nicht mal so ganz so schlechte Werte im Fahrmodus Eco. Klarerweise im Eco Plus sollten diese noch mal niedriger sein. Dies werde ich euch nächsten Freitag beim nächsten Test zeigen. Ansonsten, übernächste Woche mache ich dann einen Vergleich zwischen Eco, Eco Plus und Normalmodus, was da die Differenzen waren. Also bleibt dran! Ich hoffe, euch hat das Video soweit gefallen. Ciao! Okay, das war's. Mit den folgenden Bildern von Südtirol möchte ich mich von euch heute verabschieden. Werde nun wöchentlich aktuelle Infos zum Thema EAP auf meinem YouTube-Kanal veröffentlichen. Meldet euch einfach, falls ihr noch Fragen habt oder Themenwünsche, dann werde ich diese versuchen auszuarbeiten. Ich hoffe, euch hat das Video von heute soweit gefallen. Für jedes Daumen hoch würde ich mich sehr freuen. Und nicht vergessen, abonniert meinen Kanal, denn es folgen ja noch weitere interessante Videos. Grüße, ciao, euer Elektroauto-Kanal.